Für Sommernachtstraum. In der Reihe Die aktuelle Inszenierung sehen Sie die Aufführung aus der Regie und Fernsehbearbeitung von Peter Stein, dem dieses Stück auch vom Autor gewidmet ist. Guten Abend, wie geht's? Ach, Tag. Naja, geht so. Ich wollte mal wieder nach Ihnen schauen. Tüchtig. Das macht die Kunst, Frieden. Kunst, ja, ihr Blut. Kunst machen die, ja. Kunst ist was anderes. Keine Kunst, was die da machen. Alles blutige Laien! Sie sitzen hier draußen und frieren. Warum waren Sie nicht mit da bei der Probe? Oh, ich möchte doch nicht mit. Ich möchte also absolut nicht mehr mit. Haben Sie Streit mit Ihrem Partner? Wollen Sie nicht mehr mit denen oder wollen die nicht mehr mit Ihnen? Die mit mir! Na hören Sie! Die nehmen mich doch mit Kusshand! Schlecken sich die Finger ab nach mir, wenn ich komme und mach hier tatütata. Ich mach euch was. Ich mach euch die flotte Helene auf dem Nagelbrett. Oder Vogelmenschen oder sowas. Wo? Auf der Stange? Am Bett? Da haben sie an allem was rumzumeckern. Mal passt denn mein Timing nicht. Mal bin ich zu groß, mal zu klein. Kommt ganz drauf an. Ein Haar so be. Ach, what the f. Such a dumb little cutie, dass man da und herum kommandieren kann. Aber Sie werden doch bestimmt gebraucht. Nein, runtergefallen. Wie? Runtergefallen, von oben nach unten. Gestürzt, ne? Was, vom Seil? Tapet! Ja, mit Netz. Ohne. Haben Sie sich verletzt? Ich bin nicht wieder rauf. Das ist es. Das ist es, was du niemals tun darfst. Ich mache eine einfache Schraube und fliege runter. Ich kann sogar die Schraube mit nichts. Aber die Hand von Pascal nicht erwischt. Ich habe sie nicht mal berührt, verschätzt. Und ich fliege runter in den Sand und gehe nicht gleich wieder rauf. Ich habe gedacht, du schaffst nicht. Ich bring's nicht. Ich hätte natürlich wie jeder im Zirkus wieder aufgemusst, auch wenn es bloß ein blöder Amateurzirkus ist, ganz egal, sonst schaffst du es nie wieder. Kommen Sie ins Krankenhaus, Helen, Sie müssen sich untersuchen lassen. Nein, nein, lass mal, ich wasch mich gleich. Scheiß Amateurzirkus. Reine Zeitvertreib. It's a sheer waste of time. They're just a bunch of would-be's. Alles Laien, große Klappe, nichts dahinter. Kommen Sie, trinken wir was. So? Ne? Meinetwegen. Ich kenne doch diese Superstars. Schwör's Ihnen, keiner von denen kann auch nur ein Husterchen mehr als ich. They can't top me by a fart, none of them. Big Mouth, no go!
Schon zurück? Mein Oberon schon wieder auf verlorenem Posten? Spotte nur, lieblose Titania. Ich bin nicht liebloser als du, mein eifersüchtiger Herr. Nicht einmal die klumpige Erde unter unseren Füßen mäßigt deine Gier. So wenig wie deine Eifersucht erlahmt, wenn sie mich nun durch raue, kahle Städte jagt. Anstatt wie einst durch weiche Wolkenflure. Himmel und Erde sprechen mir die gleiche Jägersprache. Bleib an meiner Seite und sorg, dass wir mit tieferer Wirkung uns den Städtern zeigen. Das ewige Streiten schwächt empfindlich unseren Abglanz. Ja, mein Oberon. Doch unser Laster hat uns beide nicht eben friedfertiger gemacht. Ich klage nicht über mein Laster. Ich auch nicht, Oberon. Jedoch mein Gottsein tut mir weh in diesem Körper, in diesen engen Grenzen. Es schmerzt! Nehme es mir nicht übel. Bis nicht weiter. Weiter gehe ich nicht. Ist es schon hier? Fängt es hier schon an? Lass uns umkehren, es tut nicht gut. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Du fürchtest dich, nachts durch den Park zu gehen. Und gleichzeitig träumst du wie ein Stier davon, eine Frau ins Gebüsch zu stoßen und sie ratzeputz zu vergewaltigen. Die Dicke. Ja, die Dicke. Die Dicke? Ja. Mit diesem Spindeldürren, die mit diesem Flamingobein von einem Mann zusammen ist? Zusammen ist? Zusammen war. Der Dünne ist tot. Schon? Schon. Wieso ist der Dünne tot? Wieso? Woran ist er gestorben? Woran? Ja. Ein Dünner, der von Tag zu Tag dünner wird, ist einfach irgendwann nicht mehr da. An Auszehrung ist er gestorben. An einem Virus. An einem auszehrenden Virus. Wahrscheinlich ein unbekannter Virus. Man hat sich sowieso schon immer gefragt, wieso läuft dieser hauchdünne, fast nicht zu erkennende Mensch mit so einer kugelrunden Frau? Die haben sich unter Garantie per Anzeige gefunden. Heiratsvermittlung mit Video. Komm, da war die ja. Haben sich auf einer Dame kennengelernt. So was ergibt kein natürliches Paar. Ein Komikerpaar. Komm, lass uns lieber umkehren. Siehst du, hab's gleich gesagt. Kehren wir lieber um. Das Geruckel zwischen uns. Kannst du dich nicht an meinen Schritt gewöhnen? Du dich doch an meinen! Hören Sie, Entschuldigung, aber da drüben im Busch, eine Frau, ich habe so etwas noch nie gesehen, grässlich, eine Frau, die sich entblößt, die macht den Mantel auf Sie, ich bin vielleicht erschrocken, rufen Sie doch die Polizei, wenn das ein Kind Sie sieht. Ich kenne ein Ufer, wo wilder Thymian blüht, wo Primeln leuchten, das Veilchen dunkel glüht, wo Geißblatt üppig wölbt den Baldachin mit süßen Rosen, Malven und Jasmin. Dort schläft Titania manchmal in der Nacht, wenn Duft und Tanz und Lust sie müd gemacht. Dort streift die Schlange ab ihr Silberkleid.
Weit hast du es nicht gebracht bei ihr, mein Herr. Du auch nicht. Vor mir blieb sie etwas länger stehen. Mich hat sie etwas länger doch erblickt. Der Augenblick ist eingeimpft. Wir werden sehen, wie es später wirkt. Irgendetwas machen wir am Ende falsch. Wenn wir uns zeigen, sind sie nicht begeistert. Ich habe noch keinem in ein freudiges Gesicht gesehen. Nicht einen Funken meiner Strahlen empfing ich je zurück. Als brauchte ich nicht zur eigenen Stärkung diesen menschlich schwachen Widerschein. Sie gehen dumpf vorüber oder gar sie ekeln sich. Sie schreien mich an. Ist das denn Lust? Ist überhaupt Geschlechtlichkeit in ihnen? In so vielen Gesichtern erkenne ich die Not und sehe, was sie nicht sagen können, dass wir sie endlich zu sich rufen sollen. Ich weiß, ich spür's. Bald sind sie reif für uns. So gründlich hat Bewusstsein und Geschäfte ihren Trieb verdorben, dass mancher schon sich Hilfe flehend an die alten Götter wendet. Und wir wollen doch die Ersten sein, die hier die tief begrabenen Wünsche wecken und überfrorene Nüchternheit zerschmelzen. Denn wenn es glückt und wir erreichen sie, solang sie sich noch regen, so werden wir am Ende hoch verehrt und tragen schöneren Lohn davon als andere, die dann gewiss bald nach uns kommen. Und stehen länger nicht als Gruselpaar im Busch, eine frierende Erscheinung, strafversetzt wie eine unzüchtige Erzieherin, verflucht, sich ewig zu entblößen, ohne jemandem zu gefallen. Nur üb noch Geduld, Titania. Aus mündigen Bürgern über Nacht entspringen keine Troubadoure und König Salomonis Lüsternheit erweckt man nicht im Fahrschullehrer. Doch hoffe ich fürs Erste, dass ihre viele sich einmal noch verwirren lassen und wir, wenn ihre matte Seele etwas glänzt, uns endlich darin spiegeln können. Ich brauche es doch wie du und kann den süßen Widerschein nicht länger entbehren. Still, wer kommt? Ein schwarzer Junge kommt, Titania. Und Cyprian, der Künstler, läuft ihm hinterher. Ein lästiger Künstler soll verschwinden, Oberon. Soll meinem Freund mich dauernd folgen. Das ist doch versprochen. Was kann sie denn? Sie kann weiße Hemden aus der Erde ziehen. Na gut. Und ich kann Masken bauen. Ich mache Figuren, die gut gefallen. Lauter Dinge, die du nicht sehen willst. Titania.
vom Mond bestiehlst deine Kinder, dich. Und du, der du unbegreiflich schön bist, hast nicht den Mut, ihr zu sagen, dass du einen alten Mann immer noch ganz reizend findest. Täglich gingen wir zusammen und heute habe ich einen wehen Fuß. Da steht der Busch, ist schmutzig, kahl und krank. Was ich sehe durch alle Schatten, was hinter allen Blicken blitzt, das ist der große Haufen Ratten, auf dem der leere König sitzt. Es gibt ja welche, die wollen einsam sein. Und die haben es nicht gelernt. Und es gibt welche, die sind einfach gezwungen, es zu sein. Weißt doch nicht, zu welchem Typ du gehörst. Ich will. Was ich überhaupt ganz falsch finde, ist natürlich, wenn man so tut, als wäre nichts. Das ist, glaube ich, der falscheste Weg, den man einschlagen kann. Ja, oder wenn man eine Kreuzfahrt macht. Au. Man denkt zwar, da bin ich immer unter Leuten. Das ist doch grausam. Tja, ja. Man ist zwar dauernd unter Leuten. Aber man stolpert auch dauernd über seine eigenen Probleme, die man mit denen hat. Wenn du mal echt nicht weiter weißt, dann gehst du ein halbes Jahr nach Finnland. Ah, rauf in den hohen Norden. Nur so eine kleine Blockhütte mit Sauna. Ganz allein. Aber da gibt's so viele Mücken. Kommt drauf an. Man will nicht dauernd um sich schlagen. Es gibt natürlich für Leute wie unser eins, ob sie in Finnland sitzen oder sonst wo, immer ein waches Problem. Es hat überhaupt keinen Zweck, darum rumzureden. Das ist die menschliche Sexualität. Naja, weiß nicht. Nee, du, ehrlich sein. Absolut ehrlich. Du weißt doch selbst am besten, wo ich da schon war. Du, ich bin ehrlich. Aber kein bisschen. Das ist ja wohl komplett unmöglich, dass du weißt, ob ich ehrlich bin oder nicht. Ich bin doch vom gleichen Sch*** du. Dann müsstest du auch wissen, dass ich mit keinerlei Tricks arbeite. Naja, hat keinen Zweck. Ich meine, du möchte ich nicht sein, wenn ich mit mir allein wäre. Du hast ja von einem noch nicht mal die Grundbegriffe gelernt. Was tust du? Was tust du? Zerstörst das Bild. Zerstörst den Schein. Komm her, steh auf. Du willst nur Ruhm. Altäre von den Menschen. Sperrst mich in dies Gerippe ein und lässt mich leiden. Ich will nach Haus. Ich will in meine freien Flure. Heim. Du sollst erscheinen können, nicht dich untermischen. Du bleibst nicht länger Titania vom Mond. Verlierst von deiner nächtlichen Gewalt, wenn du dich so gewöhnst an unvollkommene Liebe. Ja, mein Oberon, tu mir nicht weh. Zerstörst das Bild und spaltest unseren Glanz, worin allein sich unsere Macht bewahrt. Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Auf dich habe ich gewartet. Auf dich.
Nimm mich mit. 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 Nimm mich. Halten nimm Sie mich. Sie. Halt. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich So ist sie nun, das geht vorüber. Danke sehr. Ich hab genug. Ich weiß Bescheid. Ich bin herumgekommen. Nur der Tod kann mir erzählen. Ich will nach Haus, wo sich alles löst und wir verständigt sind. Hör mir gut zu, Titania. Wir kehren heim. Nicht, wann wir selbst wollen, jedoch sobald sich Augen öffnen, müde Menschensinne erfüllt von unserem Bild erwachen und erst, wenn ihre Lust gerettet ist, dann sind auch wir entbunden von dieser lästigen Verkörperung. Dann freilich wird es hier nicht enger sein, in den Fäden Geister gründen und du gebietest über ein noch weiteres. Solang du nicht geduldig neben mir als Vorbild dienst und heilige Werbung, unberührt und sagenhaft und froh, solang du nicht von diesem schwarzen Jungen lässt, der meinem Dian gehört, doch ihn nur hinhält und verwirrt, durch Kälte, falschen Stolz ihn peinigt, statt ihn zu erfreuen, denn Eitelkeit und müde Kälte sind sie nicht hierzuland die ärgsten Feinde unserer Mission? Ja, mein Oberherr. So hör auf mich, zieh deinen Einfluss ab von diesem Jungen und übergib ihn mir. Ich will ihn dann zu ernster Leidenschaft erziehen und meinem Diener Cyprian zum Lohn für seine Dienste schenken. Ja, mein Oberon. Ja, sagst du immer und tust das Gegenteil. Nicht ich bin an der Kette. Schuld. Und dass der volle Mond niemanden mehr mondsüchtig macht, die heiße Sommernacht keinen Liebhaber mehr zur Verrücktheit treibt. Kein Mangel ist jetzt an Verrückten, doch jeder stöhnt und brüllt um seine eigene Wenigkeit. Wer würde noch verrückt nach einem anderen? Nein, teure Gattin, es ist allein, weil wir uns immer streiten. Weil wir gar nicht einig sind, so können wir auch niemandem gefallen. Hallo, wie spät? Es ist jetzt... Nein. Nicht. Still. Still. Auf dich habe ich gewartet. Auf dich. Nach der Zeit? Was fragst du nach der Zeit? Ich möchte sie wissen. Du brauchst die Zeit nicht wissen. Doch. Muss es lernen. Alle Worte sind umsonst. Der Tag graut. Die Seen in meinem Tannenwald blicken jetzt schon munter aus der Erde. Dann suchte ich mein Moosbett auf. Und Elfen sangen mich in Schlaf. Nun strecke ich mich auf eine Hand und meine Melodie sind Notsirenen, Unfallhörner.
Leb wohl. Bis auf eine bessere Stunde. Komm, komm. Verschwinde nur. Ich weiß dich wohl noch umzustimmen. Du bringst mich nicht um meinen Ruhm. Deinen Eigensinn verlierst du bald. Ich will mit anderen Mitteln als sie von deinen Elfen, Feen und Blütengeistern angewandt deine Frechheit zügeln und deinen Willen nach dem meinen lenken. Dir wird ich eine nützliche Tortur verschaffen. Cyprian! Cyprian! Cyprian. Cyprian, hörst du mich? Ja. Es ist soweit. Jetzt fordere ich dein Meisterstück. Die Angst. Die Angst. Bist du ein Künstler? Reden wir nicht über Belanglosigkeiten. Vor kurzem habe ich dir Helen vorgestellt. Sag mal, welchen Eindruck hattest du von ihr? Helen, ja. Was macht sie? Wer ist sie? Das weiß ich nicht. Ich bekomme das auch nicht raus. Sie lügt. Sie lügt wie ein glückliches Kind. Vor anderthalb Jahren kam sie zu mir ins Büro. Sie war eine Scheinehe mit einem Libanesen eingegangen und ließ sich dafür bezahlen, dass sie dem Mann seine Aufenthaltsgenehmigung verhalf. Dann reichte sie die Scheidung ein, um wieder frei zu sein für ein nächstes Geschäft dieser Art. Ich kümmerte mich um sie als Anwalt. Ich half ihr, sich von diesem organisierten Ehehandel abzusetzen. Sie ist Deutsch-Amerikanerin. Ihre Mutter lebt noch in den Staaten. Ihr liegt weit auseinander, will mir scheinen. Du meinst, du hättest Bedenken, wenn ich sie heirate? Du weißt, Georg, einen guten Freund soll man immer in seinen Neigungen unterstützen, ganz gleich, wohin sich die Liebe verirrt. Aber nein, nein. Was dich und Helen betrifft, so meine ich, dass es eine große, eine lohnende Aufgabe ist, füreinander da zu sein. Was denn eine Aufgabe, nennst du das? Das klingt aber sehr skeptisch. Du kennst mich, Georg. Wir brauchen nicht weiter darüber zu reden. Nein. Du hast Wolf getroffen, nicht? Ja. Bedrückt dich etwas? Nein, nichts. Was hält er denn von uns? Dein Freund. Nun, er wünscht uns viel Glück. Soll das ironisch sein oder ist das der Ton unter euch? Nein, nein, gar nicht ironisch. Bitter ernst. Hast du nicht herausbekommen, wie er wirklich über uns denkt? Du meinst, wie er über dich denkt? Ja, doch. Nun, er hat mich vor einer Ehe mit dir gewarnt. Ah! Wenn er seinem Instinkt folge, meint er, dann müsse er mir abraten. Und was bedeuten dir seine Warnungen? Du wirst verstehen, wenn ein guter Freund wie Wolf so etwas sagt, kann es mich nicht ganz gleichgültig lassen. Nicht ganz gleichgültig? Und dein Instinkt? Das verstehe ich nicht, Georg. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum redest du schlecht über mich? Du kennst mich doch gar nicht. Ich habe niemals schlecht über dich geredet. Du hast Georg gewarnt von mir. Was habe ich getan? Und das Gegenteil ist wahr. Beglückwünscht habe ich ihn zu seinem Entschluss, sich endlich zu binden. Er sagt aber, du seist der Meinung, dass wir überhaupt nicht zueinander gehören. Und dann lügt er. Nichts dergleichen habe ich gesagt. Ich gebe zu, da ist etwas, worüber ich nicht mit ihm gesprochen habe, worüber ich nicht mit ihm sprechen kann. Aber
Dir will ich es nicht verschweigen. Du bist auch in meinen Augen eine sehr begehrenswerte Frau. Wenn du es denn hören willst, ich bin eifersüchtig auf Georg. Ach so. Ist das wahr? Georg, vor kurzem habe ich Wolf getroffen. Er sagt, ihr kennt euch schon von der Universität? Ja, das stimmt. Warum ist er dann Fahrlehrer? Ja, weil ihm eine Fahrschule gehört. Er hat Examen in Geschichte gemacht und eines Tages den Betrieb seines Vaters übernommen. Es ist wahr. Er kann mich nicht leiden. Ach, was sagt er denn? Er glaubt, dass ich nicht die Richtige für dich bin. Was, und das sagt er dir so gerade heraus ins Gesicht? Er wird mit allen Mitteln versuchen, dich, seinen besten Freund, vor einem schlimmen Irrtum zu bewahren. Ich hasse ihn. Nein, Helen. Na, das musst du nicht. Natürlich ist es ja auch sehr schwierig, ein solch empfindliches Verhältnis unter drei Menschen, die... Drei? Hat er nicht Helma? Hat er nicht seine eigene Frau? Helma, ja, das ist doch ganz etwas anderes. Er fühlt sich eben besonders stark zu uns hingezogen. Zu mir nicht. Zu dir. Ich glaube, du wirst dich entscheiden müssen, entweder er oder ich. Ja, das wird doch kaum die Frage sein. Nein, bist du schon entschieden? Denn bei Wolf ist mein bester Freund und ich liebe dich. Was hat das miteinander zu tun? Viel. Sehr viel. Er akzeptiert mich nicht und ich akzeptiere ihn nicht. Also geht ein Riss durch dein Herz. Du hast mir nicht gesagt, was du von Helen wirklich hältst. Aber du hast es offenbar geahnt. Du hast dir doch erzählt, dass ich sehr wenig von ihr halte. Und das tust du wirklich? Ich hatte Gelegenheit, sie etwas genauer kennenzulernen. Ich glaube, sie passt doch sehr gut zu dir. Wie meinst du das? Ich meine, dass ihr bald heiraten solltet. Ist das dein Abschiedswort an mich? Wolf, ich werde sie nicht heiraten, wenn darüber unsere Freundschaft in die Brüche geht. Du möchtest also, dass ich deine Frau bewundere und gleichzeitig dein bester Freund Wolf, bleibe? Wolf, sieh. Du hast auf der einen Seite Helma und dein geordnetes Zuhause. Und auf der anderen Seite hier bei uns, bei Helen und mir, findest du den nötigen geistig-seelischen Ausgleich. Ich gehöre also zur Familie. Aber natürlich, du gehörst zu uns. In gewissem Sinn. Zu einem Teil. Ist das auch Helens Meinung? Aber selbstverständlich. Sie hat mich doch ausdrücklich gebeten, dir ihre Freundschaft anzutragen, die der meinen ebenbürtig sei. Warum bist du so falsch und lässt mir durch Georg deine Freundschaft antragen? Ah, ich habe das nicht getan. Welche Gefühle, glaubst du, hege ich für dich? Freundschaftliche? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du im Tiefsten eines willst, Georg und mich auseinandertreiben. Habe ich dir nicht bei unserem letzten Treffen meine wahren Gefühle erklärt? Du bist ein zweites Mal gekommen. Ich bin ein zweites Mal gekommen. Möchte dich bitten, mich von nun an mit meinem Mann allein zu lassen. Dein Mann ist aber nicht bereit, auf die Freundschaft mit mir zu verzichten. Und wenn du Georg wirklich liebst, wirst du dies auch nicht von ihm verlangen. Ich kann nicht mit Georg und seinem besten Freund verheiratet sein. Dazu wird es nicht kommen. Weil du uns vorher auseinandergetrieben hast. Nein, im Gegenteil. Gerade indem ich alles tun werde, um mir Georgs Freundschaft zu erhalten, werdet ihr umso heftiger zusammen sein. Das heißt, alles tun? Das heißt zum Beispiel, ich begehre dich. Weil Georg sich nichts sehnlicher wünscht, als dass ich dich begehre. Sein Wunsch kann dein Gefühl nicht sein. Ich denke doch. In den Augen und wohl Arm eines Ehemannes erhöht schließlich der Wert seiner Frau. Ich spreche einmal vom Herzen wie von der Börse.
in dem Maße, wie sie seinem besten Freund gefällt. Und er vergilt seinen Freund dann mit vertiefter Zuneigung. Diese wiederum stützt das Begehren, das der Freund der Frau entgegenbringt. Das Herz ist nicht die Börse. Was willst du von mir? Was für eine Frage. Hättest du mich auch begehrenswert gefunden, wenn du mich allein und nicht in Begleitung von Georg getroffen hättest? Kaum. Deine Art ist zynisch und abstoßend. Du bist kein guter Freund. Du wirst bald lernen, dass ich ein guter Freund nur sein kann, wenn ich dich von nun an mit allerlei Geflüster und der einen oder anderen gezielten Zärtlichkeit verfolgen darf. Ich werde nun in die Lage versetzt, Georg vor dir zu warnen. Übrigens, vor kurzem habe ich mich mit Wolf getroffen. Ich finde, dass er ein ausgesprochen faszinierender Mann ist. Ah, na siehst du. Es hat also doch etwas genützt. Was hat etwas genützt? Ich muss dir gestehen, ich habe meine kleine Unaufrichtigkeit herausgenommen. Ich habe ihm, ohne dass du mich dazu ermächtigt hättest, deine Freundschaft angetragen. Oh. Da ist er dann natürlich sehr entgegen gekommen. Seems to me you like doing things behind my back now and then. Aber wo es doch letztlich zu unser allerbestem ist? Wolf geht jetzt für dich durchs Feuer und du findest ihn sogar, na, ausgesprochen faszinierend. Ja, und zwischen ihm und mir ist ohnehin alles in bester Ordnung. Ohnehin. Und zwischen dir und mir? Ja, gibt es nichts, was uns stören könnte. Es sei denn, du empfindest anders. Aber nicht wahr, wenn zwischen dir und ihm alles stimmt. Und wenn zwischen ihm und mir alles stimmt, dann liegt das doch in der Logik der Gefühle, dass auch zwischen dir und mir. Verrückt, wie? Mir erscheint sie wie lebendig, wie eine Heilige. Ganz kleine Leute, wie? Miss, sagt er. Was sollte ich messen? Ich nahm mein Meterband und maß alles, was mir in den Weg kam. Seine Befehle hetzten mich. Und ich merkte, dass ich immer kleinere Proportionen ausmaß. Warum verstecken Sie die Figuren unter dem Teppich? Ich verstecke sie ja nicht, die wollen dahin. Es könnte jemand drauftreten, ne? Woraus sind Sie? Was ist das für ein Material? Die da, das ist Erde, Sauerboden mit Bienenwachs. Und das ist Gagat, polierte Kohle. Daraus hat man früher Amulette gemacht. Merkwürdig. Sehen Sie nicht aus, als wären es Verwandte der minoischen Terrakotta-Puppen? Gleiche ursprüngliche Lebensfreude. So kann sein. Mach was, Chip. Mach was, sagt er. Ich geb dir die Puste, ich geb dir das Augenmaß und du hältst dich ran. Ganz kleine Leute, verstehen Sie? Lauter Butze und Wichtel, die den Katholen Löcher in die Präservative bohren und den Mädchen Pfeffer unter den Bürostuhl streuen. Ich habe ja früher diese riesen Papiermachés gemacht.
Riesendinger, riesengroß. Jetzt sagt er, mach mal was klitzekleines. Wollen mal sehen, ob das den Leuten nicht besser gefällt. Wer sagt das? Oberon. Fantastisch. Die heißt, das Mädchen mit den zerknicksten Knien hat zu viele Knickse gemacht, die Kleine, vor jedermann. Jetzt humpelt sie. Die Bewegung, die Haltung, vollkommen, so als würde sie gleich in meiner Hand loskrabbeln. Sehen Sie. Ihre Augen. Man kann sogar ihre Augen erkennen. Da haben Sie etwas Unheimliches geschaffen. Lauter Dämonchen. Wie? Ja. Was meinen Sie, ob das den Leuten gefällt? Was fragen Sie danach? Das braucht Sie doch nicht zu kümmern, ob es den Leuten gefällt oder nicht. So? Na, ich frag mich schon, ob es gefällt oder nicht. Man will doch Freude bringen. Ich denke ja oft. Zum Beispiel höre ich beim Schnitzen gern Rosen aus dem Süden oder an der schönen blauen Donau. Da hat sich der Walzer bestimmt gefragt, könnte das nicht der Gesellschaft gefallen? Oh, das wird der Gesellschaft bestimmt gefallen. Na bitte, ein Geschenk vom Künstler. Der Walzerkönig. Nun, aber Sie sind ein Figurenmacher. Sie schaffen etwas Stilles, etwas Strenges für wenige Leute. Figurenmacher? Ist es nur das, dann lohnt es die Mühe nicht. Warten Sie, ich möchte diese Statuette haben, ich möchte sie kaufen. Das Mädchen mit den zerknicksten Knien, ich will sie jemandem zur Hochzeit schenken. Eine Frau, die ich liebe, heiratet einen anderen. So, dann nehmen Sie lieber nicht das Mädchen. Dann nehmen Sie hier. Die lüsterne Titania, die Mondfee. Bei der gehen Sie auf Nummer sicher, dass es mit der Ehe nicht so genau nimmt, Ihr Schwarm. Sie ist herrlich. Sie ist schöner als alle anderen. Was hat sie im Haar? Blumen, ja? Blumen? Knäckebrot, Dosenmilch, Mohrenköpfe, Kartoffelchips. Titania ist ein Aas. Sie geht viel unter Menschen. Mittags im Supermarkt, wenn es nicht so voll ist, die Waren braucht sie bloß antippen. Schon sehen sie ihr von selbst und schweben wie Planeten um ihren Kopf. Können Sie denn keinen Wagen nehmen, muffelt die Kassiererin? Mit der sind Sie gut bedient. Ich schwöre es Ihnen, die und keine andere. Ja. Ich nehme sie. Ein Aas. Sie tut mir weh. Sie quält mich. Oft. Da sehen Sie, Ideen muss man haben. Da quetscht man sich wochenlang das Hirn aus und dann hustet man bloß und die Idee ist da.
begehre nicht, aus diesem Wald zu fliehen. Du musst mit mir durch meine Flure ziehen. Ich bin ein Geist von ganz besonderem Stande. Ein ewiger Sommer liegt auf meinem Lande. Und sieh, ich liebe dich. Drum folge mir. Ich gebe Elfen zur Bedienung dir. Sie sollen Perlen aus dem Meer dir bringen. Und wenn du leicht auf Blumen schlummerst, singen. Ich will vom Erdenstoffe dich befreien, dass du so luftig sollst wie Geister sein. Senfsamen? Bohnenblüte? Spinnweb. Gefällig seid und dienstbar diesem Herrn. Hüpft, wo er geht, und gaukelt um ihn her. Sucht Aprikos ihm auf und Stachelbeer. Maulbeeren gebt ihm, Feigen, Purpurtrauben. Ihr müsst der Biene Honigsack ihm rauben. Entreißt als Kerze ihr ein wächsern Bein und steckt es an bei eines Glühwurms Schein. Zu leuchten meinem Freund, Bett aus, Bett ein. Von bunten Faltern müsst ihr Flügelleim zu fächeln ihm vom Aug den Mondenschein. Nun Elfen, licht ihn und neigt euch fein. Dort träumt Titania traurigem Exil von ihrem sommerlichen Staat und spielt vor deinem Mohren das süße Stück von der vernarrten armen Eselsbraut. Ich nehme an, dass sie hier und heute ihre Abschiedsvorstellung gibt. Mag sie noch tausendmal gehorsam schwören, sie rennt doch allen Uhren hinterher und mischt sich unter, wie es eben kommt. Sie kann nicht anders. Dies Land verträgt sie schlicht. Erdströme stören ihren geraden Sinn. In mir faucht alles gegen sie. Dann zeig, ob deine Kunst und Oberons Geist sich gut vertrugen, ob sie ein sicheres Mittel schufen, wunderbar genug, um diese wilde Hoheit ruhig zu stellen und sie für kurz zum Schock in eine ferne Zeit zu bannen. Kommt, führt ihn in einem Heiligtume. Die Möhn den Scheins trägt eine Träne im Auge. Und wenn sie weint, weint jede kleine Blume. Denn Vergewaltigung ist irgendein
Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Es ist genau... Auf dich habe ich gewartet. Auf dich. Jede Ferne, der ich mir bewusst, nutzt ich, um Ausschau zu halten auf Zehenspitzen nach dir. Tja. Warum kommst du nicht mit? Wie? In mein Reich. Über den Park, über den Zaun, durch Fluss und Feuer. Tja. Wo wohnst du? Heimeranstraße 8. Na, sie sind noch in der Tiefkühltruhe. In der Tiefkühltruhe? Noch Hühnerklein, Pizza, Honigeis. Jetzt. Die Arme, halten Sie die Arme. Ja, es wirkt. Dies Kunststück läuft gewiss auf eine stattliche Vermehrung meiner Traurigkeit hinaus. Für einen Einsatz danke ich Ihnen. Kein Danke, Sir. Mir schlug das Herz bis hier. Niedliches dran. Niedlich, doch. Wahnsinnig niedlich. How cute she is. Sweet little darling. Such a refined little lady. What's her name? Ist keine sie. Doch, das Grauen. Wie? Ja, das Morgengrauen. Nein, nein, das Grauen, wie es graut mir, das Fürchterliche. Ah, sie haben, ist ja ein passendes Hochzeitsgeschenk. Das Grauen Titania im Tatzenland, so heißt es. Sie funkelt. Blitzt. Ich habe ein wenig gezögert, wegen des düsteren Titels natürlich, aber es war bei weitem die interessanteste Arbeit, die ich in seinem Atelier fand. Ein wirklich ausgereiftes Kunstwerk. Ein Kunstwerk? Das Püppchen ist doch kein Kunstwerk. Es ist jedenfalls etwas zum Liebhaben, ein Glücksbringer, ein Talisman. Nein, Helen, entschuldige bitte, es ist ein modernes Kunstwerk. Der Künstler hat diesen Stil der Mikrominiatur als erster erfunden. Es ist etwas sehr Kostbares, verdammt normal. Also es ist typisch, dass diese kleinen Dinger jetzt dermaßen in Mode kommen. Ein Kollege trägt sogar bei Gericht das Amulett um den Hals. Aber nein, das verwechselst du. Solch eine Figur bestimmt nicht. Ja, das verwechsel ich durchaus nicht. Das ist das Geschenk der Stunde. Nicht das Ding, so nennen sie es in der vorgehaltenen Hand. Halb spötteln sie, halb schwören sie drauf. Willst du behaupten, ich hätte Helen zur Hochzeit ein Kitsch-Souvenir aus irgendeinem Sektenshop geschenkt? Das behaupte ich doch nicht. Das war bestimmt sehr toll, findest du? Das krass. Männer. Talismane. Was haben wir nicht schon alles für Modespielzeug miterlebt? Jojo, Hula Hoop, ne? Skateboard, Walkman, der Würfel. Ne? Jetzt kommen diese kleinen Fruchtbarkeitsdämonen auf den Markt. Für mich ist das nur zu typisch. Was soll denn daran typisch sein? Ja, typisch. Hm? Alles, was wirksam ist heutzutage in Technik und Wirtschaft, alles, was dynamisch ist, das klitzeklein. Ne? Kompakt, winzig, ne? Daumennagelgroß. Alles wird klein und immer kleiner. Das ist der Stil der Zeit. Mikroelektronik, nicht? Mikrofilm, Mikrokunst. Der pure Unfug, den er dir da erzählt. Glaub ihm kein Wort, bitte. Sieh sie dir an. Spürst du den Sog, der von dort kommt? Übers Meer führt eine Mondscheinstraße. Sollte ich beschreiben, wie mir zumute ist am heutigen Tag, so würde ich ein altes Wort gebrauchen. I dote on you, my love.
dich bin ich. Blind in dich vernarrt. Und ich in dich. Doch Vorsicht, Liebste, dass wir nicht als zwei schafsköpfige Narren morgen früh erwachen, die sich nicht wiedererkennen. Ich vertraue sehr, mein Mann, dass du mich wohl behütest. Und auch wachst, wenn ich mich ganz verliebt. Vorm Schlimmsten wird euch sicherlich gesunde Müdigkeit bewahren. Wirst es dir bis zur Abendfeier nicht bequemer machen und dein Brautzeug ablegen? Ich laufe in meinem Traumkleid rum, bis es verschmutzt und starr ist wie ein Niggerbastard! Holla, jetzt geht's aber los. Verzeih. Was ist denn? Verzeih, Helen. Was ist denn? Ruhe! Verzeih bitte. Es ist mir ein bisschen peinlich, wenn dich der Titel so stört. Das Grauen. Es war nicht meine Absicht, dich zu erschrecken. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Was war das jetzt? Was? Aus was für einem Zoo bist du denn ausgebrochen? Du bist ja ganz was Hübsches. Aus dem Museum kommt die. Kannst du nicht sprechen? Kommst du her? Bist du nicht von hier? Wie heißt du? Die versteht uns nicht. Wahrscheinlich hört sie uns nicht mal. Wie du heißt! Von heute. Nicht ganz von heute, wie? Na, wenn sie nicht von heute ist, dann soll sie uns mal sagen, wie es früher wirklich war. Na, sag schon! Sie sagt nichts, sie hört nichts, sie spürt nichts. Wie kann ich meine Hose halten? Ich kann überhaupt nichts festhalten. Vielleicht schmeckt sie was. Na, vielleicht. Vielleicht denkt sie was. Hey, du Lady vom anderen Zeitstern. Mach meine Sachen nicht kaputt, du Sau. Viele Leute sind im Park. Ja, im Park sind viele Leute da. Viele Leute sind im Park. Ja, Leute, viele Leute da. Ja,
Wann stammst du denn, du Vergangenheitsschreck? Mein Frühjahr! Du damals, Tante! Nachs Frühjahr! Du super damals, Monster! Nachs hey, Frühjahr! Du Asbach King Kong! Du hast doch ein Gesicht! Du hast doch ein Gesicht! Das ist doch nicht das PVC! Das PVC! Mach's Maul auf! Das da! Mach's da! Von oben. Los! Weg hier! Los, komm! Komm an! Ich bin ziemlich neu hier. Ja, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ziemlich gutes Gefühl. Ich gehe viel durch die Straßen. Aber ich kenne die Häuser von innen nicht. Manchmal denke ich, alle anderen sind total okay, bloß ich renne dauernd draußen vor der Mauer rum. Ich spüre so viel eigene Kraft sich gegen mich richten. Ich weiß auch nicht warum. Mein Alter will weg, meine Mutter fällt von einem Heulkrampf in den anderen und ich schneide ihm die Autoreifen auf. Ich gehe als Kellnerin, wenn es denn sein muss. Ich arbeite bis zu dem Tag, an dem wieder alles schief geht. Bist du so ausfällig geworden? Gegen den jungen Farbigen? Welchen Farbigen? Eben im Bus. Ich kann Nigger nicht ausstehen. Aber der hat dich doch gar nicht belästigt. Ach, nicht belästigt? Stinkendes Niggerschwein. Pawing my knee all the time. Oh my, you're looking real pretty, little lady. Wanna see some hot pictures? Just look at my... The crepe was all over me. Ein ganz junger Bursche. Er spielt mit seinem Körper, der Bus schaukelt und er übertreibt's vielleicht. Keep off your rotten old fingers and bait it. You nigger son of a bitch, stop touching me! Weißt du, aber das ist ja wirklich nicht so ohne. Einem jungen Farbigen solche Grobheiten zu sagen. Es ist halt ein Wunder, dass er so ruhig hingenommen hat. That lady that pushed me. That lady is a torture. But I never didn't lay my hands on her nose, her rear. Im Aussteigen hat er dir die Zunge rausgestellt. Kleiner Junge. Diese Niggerbelger sollen sich benehmen, wie alle anderen anständigen Fahrgäste auch, wenn sie schon in selben Bus fahren. Du Himmel, was ist denn Ihnen nicht gefahren? Nichts, Nigger sind minderwertig. Das glaubst du doch selber nicht. Jawohl, es ist erwiesen. Sie sind hinterhältiger, träger und gewalttätiger als andere Menschen. Quatsch! Das ist kein Quatsch. Ich habe unter Niggern gelebt. Ich weiß, wovon ich rede. Immer Helen, du bist eine vernünftige Frau.
Wir leben am Ende des 20. Jahrhunderts. Zu allen möglichen Problemen unserer Zeit äußerst du eine besonnene Meinung. Du kannst doch nicht mittendrin auf einmal behaupten, dass ein Farbiger ein Mensch zweiter Klasse sei. Ich bin nicht gegen Farbige, ich bin gegen Nigger. Die Chinesen, die sind hart im Nehmen. Die brauchen wenig, die arbeiten viel. Bitte nicht weiter! Naja, kämpfe nicht unbedingt für meine Überzeugungen, aber austreiben lasse ich sie mir nicht. Du bist ein bisschen gereizt heute, Bärle, hm? Wohl, weil Wolf kommt. Naja, ich verschwinde ja schon. Ich hab's ja meistens so eingerichtet, dass ihr euch seht, wenn ich ins Büro muss. Ihr werdet wieder einen schönen Nachmittag zusammen verbringen. Es wird wie immer sein, hoffe ich. Ich meine, falls es immer so war, wie ich hoffe. Naja. Vielleicht treffe ich ihn ja noch, wenn ich zurückkomme. Wir haben uns in letzter Zeit so ganz besonders gut verstanden, Wolf und ich. So viel Harmonie zwischen deinen beiden geliebten Männern. Du bekommst ja jedes Mal ein feuchtes Auge, wenn du uns zusammen siehst. Du protestierst ja nicht mal, wenn ich von deinen beiden geliebten Männern spreche. Es ist nicht nötig, wie du weißt. Ohnehin. Ich weiß gar nichts. Also dann. Oh, verzau, guten Tag. Siehst du, ich habe wieder vergessen, die Tür abzuschließen. Das ist aber auch wirklich zum Kotzen. Aber hätte ich schon hören können, ich habe sie abgeschlossen. Ich liefere mich noch ein. Na bitte. Was machen Sie in meinem Haus? Was ich noch sagen wollte. Immer die Sache da vorhin. Ich meine, deinen Ausfall gegen die Neger. Ich meine, das war doch nicht dein Ernst, nein? Nicht mein Ernst, was sonst? Aber wie kommt es denn bei dir zu solch einem Hassgefühl? Ich weiß es nicht, es entsteht im Kopf.
aber es ist auch im Blut drin. Wer hat dir je einen Schwarzer etwas zuleide getan? Sie sind abstoßend, ist es nicht genug? Sie sind das Böse auf Erden. Sie wollen die Weltherrschaft. Sie werden die weiße Rasse erwürgen, erdrücken, zertreten. Sie haben keine Seele, nur diesen schwarzen Körper und den Willen zur Macht. Oh, ich denke, die sind so träge. Ja, sie sind träge und machtgierig. Helen, ich bin Anwalt. Hm? Ich setze mich meinem Beruf für die Rechte von verfolgten Schwachen und Minderheiten ein. Ich vertrete Mieter gegen Hausbesitzer, Ausländer gegen deutsche Behörden. Ja, prima. Aber was hat denn das mit den Negern zu tun? Wir haben doch hier gar keine Neger, mit denen wir es ernstlich zu tun hätten. Deswegen brauchen wir uns auch nicht zu streiten. Es ist so, wie wenn einer protestantischen Glaubens ist und der andere katholisch. Jeder behält meinetwegen seinen Glauben für sich und es gibt trotzdem eine gute Ehe. Ich kann doch unmöglich mit einer Rassistin verheiratet sein. Doch. Mein Gott. Was für ein furchtbarer Schwindel. Nancy, warum haben Sie mir das nicht vorher gesagt? Können Sie doch nicht unter Menschen gehen mit dem, was Sie da haben, mit diesen krankhaften Anschauungen. Das muss einem doch vorher gesagt werden. Sie sind wahrscheinlich nicht so robust wie die anderen. Sie haben sehr zarte Schulterblätter. Die Schulterblätter am Menschen sind eigentlich verkümmerte Flügel. Na, das stimmt. Doch. Ja. Doch, das stimmt. Die anderen sind total okay. Bloß ich renne dauernd draußen vor der Mauer rum. Aha. Ich bin ziemlich nah hier. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Aber ich habe ein ziemlich gutes Gefühl. Wovon ich mir etwas verspreche, wissen Sie, ist Herzenswärme vor dem Hintergrund einer allgemeinen Unruhe. Zerstörungswut, Hoffnungslosigkeit, brennende Kartons, brennende Autoreifen. Ich spüre so viel eigene Kraft, die sich gegen mich richten. Salz kann ich löffelweise essen. Irgendwann küsst sie aber mal einer auf den Mund, nicht wahr? Was ich sehe. Das ist die riesengroße Ingenieurswelt auf der einen Seite. Und die klitzekleine Stinkewelt der armen Schweine auf der anderen. Gewisse Fortschritte haben wir nun einmal gemacht. Die Hygiene zum Beispiel lässt sich nicht einfach wieder rückgängig machen. Hygiene? Ja. Terror! Davon kommen doch die ganzen Pilze, Pusteln, Flechten und was sie noch für nur rein auf die Haut. Ich habe heute Nacht wieder geträumt. Dass man also allgemein die Verwandtschaft abgeschafft hat, aber radikal. Jeder wird irgendwo geboren und sofort in die Gesellschaft reingesteckt. Kriegt's praktisch keine Familie mehr zu spüren. Nur so ein paar lockere Freundeskreise, Arbeitskreise, Erziehungskreise. Wohngemeinschaften und was nicht alles. Ein Albtraum. Ja, würde ich nicht unbedingt sagen. Steckt da ein Körnchen Wahrheit drin. Haben Sie denn keine Verwandtschaft? Ich? Ja. Doch. Schon. Komm her, du schmuddelige Mickey Maus. Ich mach dich zur schönsten Frau Europas, wenn du bloß stillhältst. Ich mach aus dir eine Frau von prickelnder Eleganz. Ich erfülle dir jeden Wunsch. Aber wenn du mich verarschst wie Irmgard Peters, dann schlage ich dich windelweich. Ja, bist jetzt meine stolze Prinzessin. Ganz stolz musst du sein, ganz stolz. Dann ist es gut. Dann... Oh!
dreiste Scheiße. Pass an, wir fangen die Frau von damals. Was ist los? Komm mit! Wir fangen die Asbach-Tante und verkaufen das Museum. Nee, ich hab keine Lust. An ihm hat sie einen Brief geschrieben. Na ihm! Ja. Mir hat sie einen Brief geschrieben. Aus dem Himmel hing heraus. Zwischen zwei Wolken ein riesen Brief. Plötzlich fällt er runter auf die Wiese. Ich laufe durch den Park. Ich versuche, den Brief zu lesen. Ja, ich bin zu nah dran für die Riesenbuchstaben. Ich kletter auf einen Baum. Ich lese den Brief von oben. Und weißt du, was drinsteht? Sie will sich mit ihm treffen. Na komm. Mit ihm allein. Aber wir gehen jetzt alle hin. Jetzt fangen wir das Vieh. Na komm, na komm mit. Wir träumen. Haut ab! Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Je suis comme je suis. Man fragt sich nur, was bringt einen aufrecht gehenden Menschen dazu, sich in derart lächerliche Krümmungen zu versetzen, wenn er sich amüsieren will. Hier trafen zusammen ein halbherziger Drang der Argwohn und der Beischlaf. Alles Weitere entwickelte sich Irmgard-artig. Aber nein, sie war doch reizend. Weshalb so kritisch hinterher? Warum einem in sich abgerundeten Liebespaar nachträglich die Haut über die Ohren ziehen? Das nenne ich ja abstrahieren. Kaum, dass einer wieder auf zwei Beinen steht, hat er nichts als gerade noch zu ebener Erde die stillen, schnellen, frohen Griffe und jetzt die allerheftigsten Begriffe. Na? Na, mein Kleiner? So spät noch auf? Bist du ein schmucker Kerl? Hast du wohl noch was vor heute Abend? Was hast du denn? Lass sie mal anschauen. Menschenskind, Höfling, was ist denn passiert? Um Gottes Willen, hörst du mich? Höfling, was fehlt dir? Die Symptome. Die Symptome, was hast du für Symptome? Das ist das Ende. Jetzt ist es da. Höfling, es hat dich erwischt. Komm her, ich bring dich zum Onkel Doktor. Menschenskind, was hast du denn angestellt? Du wein mal nicht, mein Kleiner. Ich bin ja bei dir. Komm. So. Ist ja noch alles dran an dir, alter Junge. Komm, ich bring dich zu meinem Orthopäden. Ach, Murks, das nützt überhaupt nichts. Wir müssen woanders hin. Aber wohin? Mein Georg, du bist zu bitter. Du blickst nicht tief genug in ihr Gesicht. Helen ist nun mal etwas ganz Besonderes. Besonderes, ja. Das Besondere hat sich hier nicht das besonders Lästiges verwandelt. Also das quält mich, dass sie so seltsam ist. So starrsinnig. Ja, dieser Kopf hat einen Wurmstich. Schön und frisch von außen, und im Innern bohrt sich ein Schädling durchs Gehäuse. Sie vergiftet mich mit ihren verdorbenen Überzeugungen. Du kritisierst sie nur. Entsetz dich gleich, statt dir zu helfen durch Ruhe und Bewunderung. Tja. Mit sich allein gelassen lebt sie in einer Welt voll Kinderschrecks und fürchtet sich vom schwarzen Mann. Du nimmst es viel zu ernst. Sie entschwindet mir, entwickelt sich zurück. Von Tag zu Tag stehe ich ihr ferner und sie vernimmt mich kaum. Und dann in letzter Zeit, bei irgendeiner Alltagsfrage, durchfährt sie mich plötzlich. Und wie durch Geisterspuk teile ich ihre übelste Gesinnung. Wen habe ich da geheiratet?
Der Irrtum und sein grünes Licht, die haben mich zu einer bösen Fee geführt. Der Irrtum und sein grünes Licht, jawohl. Da sehe ich sie doch anders. Mir bleibt sie fremd, doch kostbar. Und wunderlich, doch wie ein Wunder. Bring mich in gute Gesellschaft. Bitte? Gute Gesellschaft, Wolf. Ich halte es nicht mehr aus unter diesen Menschenbiestern. Ich will lieber unter Trollen und Elfen leben, als unter Leistungsexperten und Wohlstandssäufern. Lieber ein Schlupfwesplein als ein Mensch. Psychologen, Richtern, Erziehern. Aber wäre ich bloß eine Mücke, so steche ich gleich in den verfetteten Lippen. Lieber ein Putz im Weckglas meiner Großmama, also ein staatlich unterstützter Selbstverwirklicher in seinem Freiraumkäfig voller Quatsch und Fäulniswärme. Kindlemuren mit erloschenen Augen. Blutjunge lebensmüde. Lieber noch ein Wurm in ihrem Kote sein, als ihnen weiterhin verbrannt zu begegnen. Du siehst, ich bin mit niemandem mehr einverstanden. Abends sitze ich im Café und ziehe über meine Freunde her. Ich rede schlecht gerade über jene, die mir die Liebsten sind. Bei den einen beklage ich mich über die anderen, bei den anderen über die einen. Nur Lug und Trug verbindet, nur Falschheit stimmt versehentlich. Woher kommt mir dieses plötzliche Verzweifeln? Ich sehe doch sonst die Dinge nicht in diesem grellen Licht. Wolf, wir beide, wir müssen jetzt ganz fest zusammenhalten, verstehst du mich? Du bist doch der Einzige, dem ich mich offen anvertrauen kann. Und mit Helen geht das nicht? Ist wohl alles, was dich interessiert an mir. Sobald ich dich umarme, witterst du meinen Kleidern ihren Duft. Wenn du geschmacklos wirst, musst du alleine weiter jammern. Nee, Wolf, bleib. Wolf, bleib, weißt du, was ich getan habe? Ich habe eine Videofirma gegründet. Werbefritz, ein arbeitsloser Architekt und ich. Video? Für was? Also kleine Filme über Urlaubsorte. Papier wird immer knapper, statt teurer Fahrprospekte kostenlos kannst du im Reiseladen künftig unsere Videos ausleihen. Immer sagt Elva und kriegt dann Elva gleich zu sehen. Was tue ich eigentlich und denk mir nichts dabei? Du willst wahrscheinlich endlich an das große Geld heran. Dann bist du sicher, dass wir wach sind? Denn mir scheint, dass gerade wir schlafen. Und irgendetwas anderes ist wach. Niemand weckt, weil dieser Schlaf uns fortgerissen hat. Und dass es kein Erwachen gibt, nur weiter, immer weitere Verwandlung. Neben uns spazieren Mar, Wiedergänger, ganz gleichberechtigt mit uns Bürgern und einflussreich. Nacht und Tag, die Toten, die Lebendigen. Einträchtige Gesellschaft, ein und dieselbe Gespräch. Unsere schwachen Stirnen, Wolf, wir lassen jetzt uralte Schatten rein. All das blöd. Wen hab ich da geheiratet? Nun ja. Man gründet eine Firma und verliert im Nu den Boden unter den Füßen. Man wird hineingerissen. Auch den Wald durchstrich. Wald durchstrich. Wald durchstrich. Kein Athena zeigte sich, wie ich auch den Wald durchstrich. Endlich, da sind Sie. Ich habe Sie schon überall gesucht. Bin schon durch fremde Wohnungen spaziert. Haben Sie die Figur mitgebracht? Langsam, langsam. Warum besuchen Sie mich nicht im Atelier? Lassen Sie sehen. Ach. Was ist das? Sehen Sie es nicht? Eine Frau, eingemauert bis zum Hals. Statt
streckt ihren Kopf heraus und schreit. Vorgestreckter Schreihals aus weißer Mauer. Und das soll wirken? Wirkt, ja. Wie hässlich. Geben Sie es zurück. Nein, es ist bestimmt ein richtiges Kunstwerk. Ich verstehe nichts davon. Ich brauche es. Ich brauche es. Hier, nehmen Sie das Geld. Wie kriegen Sie das nur hin? So etwas Ausdrucksvolles. Und man trägt es um den Hals? Hm? Ja. Tiefer. Und dann? Was passiert? Es ruft Menschen herbei, so viel sie wollen. Männer, so viel sie wollen. Sie brauchen nur wählen. Ich will nur meinen. Ja, der kommt auch. Da haben Sie noch ein Original erwischt. Die meisten bekommen nur noch Maschinenkopien. Diese Dingerchen gehen jetzt um die ganze Welt, wie? Fast eine Epidemie. Haben Sie Kinder? Nein, leider. Aber einen Schreihals haben Sie jetzt. Es hängt an der Brust, macht kein Pieps und ist trotzdem mehr ein Schreihals. Was ist das? Was? Ja, heute lachen wir doch zusammen und morgen schlagen Sie mir mit einer benagelten Zaunlatte den Kopf ein. Wer tut's? Oder Ihre S***. Sie sind verrückt. Krank. Verrückt! Man muss ehrlich sein. Man muss jeden Morgen eine üble Macke von sich aufspießen und über Bord schmeißen. Das ist aber gar nicht so leicht. Du fühlst dich nicht wohl. Ich werde den Wachdienst für dich übernehmen. Nur wenn du total ehrlich bist, kommst du bis oben an die Spitze. Kein Schmuh im Gepäck. Vor dir selber musst du ein sternklares Wasser sein. Sternklar und eiskalt. Das ist es im Grunde, was du sein musst, wenn du dich selber voll akzeptieren willst. Ja, ist klar. Dann kannst du nach Tibet gehen. Einen Stein vom Dach der Welt herunterschmeißen. Und hören, wie er abwärts rollt. Und gar nicht mehr aufhört, abwärts zu rollen. Du magst Empty Love von den Mix. Ich werde dir meine Kassette schenken. Zum Beispiel die menschliche Sexualität. Fängt das schon wieder an! Nee, ehrlich. Da musst du öfter mal ein Auge zudrücken. Da kommt nicht gleich der Märchenprinz vorbei. Nee, du, ich habe eine Entscheidung getroffen. Wenn ich mir nämlich sag, okay, du gehst allein durch den Regen, dann brauche ich nicht damit zu rechnen, dass mir da bei diesem leidigen Thema noch mal irgendwann so ein Wundertier über den Weg rennt. Du könntest doch mal annehmen, dass ich dir über den Weg gelaufen bin. Das ist doch auch schon so eine Art Wundertier. Ich möchte mal auf dem Flussboot durch Irland fahren. Wenn das dein Wunsch ist, dann werden wir gemeinsam versuchen, ihn dir zu erfüllen. Aber wir haben überhaupt kein Geld, um so ein Boot zu mieten. Na, vielleicht finden wir ein kaputtes und machen es wieder flott. Gemeinsam. Ich hätte auch genauso gut eine ganz andere Entscheidung treffen können. Ich hätte auch sagen können, okay, ich heirate. Wie meine Schwester. Oder weiß Gott wer. Na klar, man hofft immer. Aber hoffen tut jeder. Das ist nun mal so.
Wie geht es Helen inzwischen? Gut geht's ihr, gut. Verdammt gut. Sie ist nun vollends in eine Art politischer Koprolalie verfallen. Was ist das? Das ist die krankhafte Sucht, ständig den reaktionärsten Scheißdreck auszusprechen. Der Harald ist eine schöne Frau und es stellt sich raus, es ist eine Frau von Ku Klux Klan. Sie wird sich schon wieder bekrabbeln. Läufst ja fast nackt rum. Es ist heiß. Komm, setz dich zu mir. Nimm deine dreckige Pfote weg. Nur nackt, nur heute so. Ganz von heute, was? Und? Schwitzen, zittern, quieken, alles in Ordnung, ja? Alles in Ordnung, ja. Johannisnacht ist heute. Gesunkene Schiffe drehen sich am Meeresgrund. Pferde können reden. Liebespaare springen durch die Sonne in Feuer. Und kranke Weiber wälzen sich im Morgentau. Thank you.
bist du hier? Ich habe dich nicht gerufen. Geh deine Wege, Werk, erschreck mich nicht. Sehnsucht, Sehnsucht. Hörst du mich? Dir habe ich nichts hinzuzufügen. Ich arbeite an neueren Sachen. Noch trägt, noch schützt mich eine Sinnverwirrung. Noch hüllt mich wie Wahn sein Atemnebel ein. Wenn ich erst zu mir komme, wird mein Herz es nicht überstehen. Geh da los! Ich bin verrückt nach einem Stier! Ein armes Weib bin ich, das rindert. Ich schrei. Und alles in mir schreit nach diesem weißen Biest. Ich quäl mich ab nach ihm. Verbrenne. Die Scham ist so prall wie bei einer Kuh. Die glatte Rosenhaut, aufgeschwollen zu obskuren Wülsten. Zähflüssiger Schleim, kein Ausfluss einer Frau, fast schon Kuh. Die heiße Faulheit meines Mauls, bald Kuh. Oh, Schmerzen! Schmerzen! Rauschend Blut, nur langes, endlos langes Beben der Empfänglichkeit. Schaff mir den Arsch von einer Kuh! Ich halte mich aus, sonst kommt er nicht. Wie ich gemacht bin, menschlich mager, reizt ihn nicht. Vielleicht erinnerst du dich noch, auch ich bin ja verrückt nach jemand Wunderbarem und er beachtet mich nicht mal. Du kennst nicht meine Not. Menschen wissen nichts von Lust. Jetzt spürst du selbst, wie mir zumut ist, wenn ich den schwarzen Jungen suche. Mach mir den Anbau breit und rund und weich wie Moos. Jedoch nicht plump. Mein Liebster hat schneeweiße Flanken, trägt Hyazinthenkränze um den Nacken. Und seine Stirn ist glatt wie Marmor. Oh, Dedalus, ich schäme mich so. Warum stecke ich in diesem engen Weiberleibe? Welch einen Halbkadaver! Bring ich meiner Gottesbestie da! Früher war ich ja geübt in dieser größeren Platz. Eine Kuh, eine hohle Kuh. Nein, nein, nicht den Oberon. Ich krieche, nein, ich bück mich ins Gestell. Mit etwas Glück bekäme ich es wohl hin. Doch ich die Oberon. Und wo ich schmaler bin, füll es mit weichen Tüchern aus. Wenn du mir dafür deinen schwarzen Jungen lässt. Schwarzer Junge, ich weiß ja nicht, von wem du sprichst. Was soll ich noch mit ihm? Du lässt mir Normen und beeinflusst den nicht mehr. Versprichst du es? Ich verspreche es. Was immer mir das Liebste war, ich dir bisher für meine tierische Verschönerung. Ich sehe, wie er nur Baum, nur See, nur Wiese. Meine Nächte sind so weiß, wie er. Schlaflosigkeit macht dunkle Landschaft Licht. Sein Hochzeitsweiß, das blendet mich. Allein wie ich ihn glücklich mache, dass er auch wiederkommt bis in die Spitzen seiner Hörner. Froh. Ich wünschte, ich wäre ihm so verwandt, dass all mein Blut dies wüsste.
Der Wolf liebt Helen. Er liebt nicht dich. Seine beste Zeit. Oh, ich erblühe doch in Lea und schlage aus mit Blut. Ich spende Schatten, frischen Atem. Ich schütze vor Unwetter und Sturm. Ich flüstere. Nur Zeugen kann ich nicht mit ihm. Ich biete ihm Dauer und Standfestigkeit, unverbrüchliche Treue und einen gesunden Lebensrhythmus. Mein Altern und meine Kahlheit braucht er nicht zu fürchten, denn diese durchschreite ich in jedem Jahr und stehe im nächsten wieder jung an seiner Seite, um seine Verliebtheit aufs Neue zu erregen. Er wird doch zeitweilig nicht erschrecken müssen über die komische, knorrige, krächzende Alte. Nicht wahr? Mir fehlte der Verstand, als ich Helen heiratete. Ich sah nur ihren Körper. Der war wie ein prächtiges Stadttor, das sich einzuschließt mit Glanz und Gloria. Aber hinter diesem Tor, da lag das düsterste Städtchen, das elendste Nest, das ich nur denken lässt. Durch die Enttäuschung fast plötzlich wurde ich zum reifen Mann. Jetzt sind Vernunft und Lustgefühl sich einig. Du bist die bessere Frau. Dich brauche ich. Wenn ich den einen, den ich liebe, schon nicht halten kann, musst du mich dafür nicht auch noch verspotten. Aber ich spotte nicht. Ich träum von dir. Dein Mund, deine Augen, deine Traurigkeit, dein Gesicht durchzieht das meine. Ich will nicht du sein, wenn ich lächle und wenn ich maule. Es schwankt mir vor deinen Augen. Deine Hand! Ach, ich muss ausruhen, einen Augenblick. Verliebt sein, das ist ja müde. Was ich geträumt habe. Du gingst mit nackten Füßen über die Ährenspitzen eines Kornfelds. So leicht warst du, so heiter und entferntest dich. Du wagst es, mir den Schund zu erzählen, den du neben einer anderen geträumt hast. Du stehst jetzt manchmal recht verloren da in deinem engen Gesichtskreis. Hast du denn alles vorgetäuscht? Es gibt doch keinen Sinn. Bis gestern jemand so zu lieben. Und heute ihn einfach stehen lassen. Da ist doch keine böse Absicht mit dem Spiel. Ha? Eine Quälerei. Ganz etwas Niedriges. Du bist es, du früher Gütige. Dein plötzlicher Charakterwandel hat diese Aneinandertreibung ausgelöst. Zwei wesensfremde Menschen, die sich bis dato kühl betrachtet haben. Doch. Lieben Sie, nee! Geh nur zu mir, mach's dir leicht. Etwas Dutzend Anhafteres hättest du kaum finden können. Ja, du sollst sie nicht herabsetzen, das macht dich selbst durchaus nicht mit größer. Mit mir, da hättest du etwas wagen müssen. So viel Unbekanntes, so viel Einziges habe ich mir für dich aufgespart. Aber du bist schwach und willst mich nicht erkennen. Du wählst das Rinnsal, den Schlupfwinkel, das Abendbrot, das Armaturenbrett. Ach, wie man's nimmt, Helen, wie man's nimmt. Wohl wahr, ich konnte mich deinem Einfluss schwer entziehen. Weil sobald ich dich umarmte, neigte ich dazu, auch deine krausen Ansichten zu teilen. Nicht, man will ja rundum einig sein. So manches, was du laut verkündet hast, höre ich im Stillen auch bei mir und denke selbst. Aber ich denke dazu auch noch das Gegenteil. Und wenn ich den Mund aufmache, red ich ausgewogen. Das passt in unserer Welt, was ich zu sagen habe. Du verfluchst. Du kannst dir leisten, deine Seele ständig zu vertiefen. Ich bin ein Arbeitsmann, ich muss mich nützlich machen. Nein,
Nein, Helen, das wäre mit uns nie gut gegangen. Und letztlich bin ich jemand, der dich nicht versteht. Wen fassen meine Hände? Fassen. Und welch verbotene Ideen küsse ich auf deinen Lippen? Tag für Tag weichst du ein Stückchen mehr zurück. Und in Bereiche, wo ich persönlich aber nichts zu suchen wünsche. Gestern Rassenwut und heute Gottvertrauen. Ne? Morgen Abergie, das Mittelalter und übermorgen vielleicht schon Kannibalentum. Du sagst dir schlau, es wäre mit uns nie gut gegangen. Aber dein Herz hast du doch verloren. Ist das, was gut gegangen ist? Was tut nur dieser Schmuck mit mir? Wohl habe ich Zulauf plötzlich. Doch mit ihm schwillt der Argwohn schmerzlich an und zwingt mich, jede Falschheit zu entdecken. So wahrheitskrank will ich nicht sein. Lieber täusche ich mich und lass mich täuschen. Oh nein, dann kriege ich wiederum nicht alles mit. Wer hört mich einen Raben gegen eine Taube tauschen? Bist du nicht eine Taube? Rund und sanft und liebesvoll. Bei dir allein finde ich das unerschöpfliche Vergnügen. Und du weißt ja nicht, wie fürchterlich dich mein Verlangen schon zerstückelt hat. Nur abgeschnittene Teile sehe ich innerlich, nur unerreichte Dinge. Brüste, Schenkel, Hüfte, aber der Kopf. Eine Killerbestie massakriert nicht wollüstiger als meine blinde Fantasie. Oh, was redest du? Ich fürchte mich. Ziel meiner Wünsche war es stets, meinen Mann glücklich zu machen. Aber das erreichst du nicht. Ich frage ihn kürzlich erst, empfindest du denn nichts für diese, für diese Dinge, von denen ich so wilde Träume habe? Und er, ich denke, nein, empfinde nichts für diese Dinge, ja. Dinge sind es längst für mich wie Senf und Treppe. Wie kann ein Mann so grausam sein? Georg? Wolf, ein passender Name für meinen besten Freund. Hör zu. Behalte deine schlimme Helena, ich will sie nicht. Weil mir es wie Schuppen von den Augen fiel, die ist es nicht. Ein Erdrutsch der Gefühle und plötzlich war sie weg. Ich weiß nicht, was ich so lange an ihr fand, mir schleierhaft. Verzeih, nichts gegen dich, mein Lieber. Doch immerhin kehre ich jetzt sehr viel glücklicher nach Haus zurück. Du willst bei Helmer bleiben? Wie schlimm für mich. Glaub ihm doch nicht. Er tut nur so. Er spielt mit Worten. Genau wie du. Aber ich spiele nicht. Der tut nur so. Ihr braucht wohl beide dieses falsche Plänkel, um euch aufzupulvern für Helens Fest. Noch einmal also. Du willst bei dieser Helmer bleiben. Jawohl. Bei meinem. Sie ist gut zu Leib. Das lässt sich nicht von jeder sagen. Sie ist gut zu Leib. Komm her. Sie ist gut zu leiden. Sag mal, ist das aus einem Ich liebe dich geworden? Ja. Was für eine Leidenschaft, was für eine Passion. Helma, hörst du diesen halbherzigen Heimkehrer? Selbst wenn der Halbherzige bloß halb wahr spräche, würde ich schon Hurra schreien. Ich bin des Suchens müde, nun weiß ich, wo ich hingehöre. Von nun an meid ich jeden lüsternen Tausch. Beschränk mich tüchtig auf mein kleines Reich. Dein Reich, das war doch niemals größer als dein ausgestreckter Penisreich. Und gerade das wird hier bestimmt nicht neu errichtet drauf. Du kannst es dir eben vorstellen, wie es ist, wenn man eine Frau mit so schönem, warmen Leib, der doch in seiner Mitte fest und rund, zur wirklichen Frau hat. Dazu noch ist sie verständig und impulsiv. Was kann ein Mann wie ich sich Besseres wünschen? Ne? Ach, wäre ich wenigstens die Freundin dieser Helma. Das brauchst du doch mir nicht zu erzählen. Ich fühle seit langem eine viel tiefere Bindung an diese Bindung. Frau als du. Bindung? Redet ihr vom Skifahren? Ach.
Und ich finde das gar nicht fair, dass du jetzt wie der Teufel aus der Kiste springst und sie erschrickst. Zum Schein verwirrst bloß, weil du, ich kenn dich doch, mir so leicht nichts schenken willst. Ach, wenn ich nicht wüsste, was hinter deinen Worten steckt. Na, du, Mann, und schäm dich aber. Liebste, glaub ihm nichts. Ich weiß durch sie, verlässlich und bestimmt. Er tut's nur, um sie durch Eifersucht zu reizen. Und dies wiederum nur zu dem tieferen Zweck, sie aus ihrer üblen Weltanschauung rauszustoßen. Glaub ich nicht, ich weiß es leider besser. Ich erkläre dir zu meinem eigenen Nachteil. Er ist höchst selbstständig und gänzlich zweckentbunden. Er ist kreuzhaftig scharf auf die Kasse. Er täuscht nichts vor nichts. So wenig wie ein streunender Hund in Hungerheuchel. Du steckst mit ihnen unter einer Decke. Ja? Habt ihr alle drei euch nur vereint, um mich gemeinschaftlich zu kränken? Was hab ich Helen dir getan, dass du so ekelhaft zu mir du bist? Du verführst den liebsten Menschen hier und spielst dann die Beleidigte. Das ist nicht wahr! Du hast ihn auf mich angesetzt! Nein! Ihr alle spielt mir etwas vor, mich verrückt zu machen, wie ihr schon seid! Nur weil ihr die meistverachtete Person hier bin, lass ich nur denken, die alles mit mir machen. Reg dich nicht auf. Das Ganze ist nichts als eine üble Hinterbackengeschichte. Und deren Hauptfigur ist deine. Es steckt mehr in mir, weit mehr in mir als bloß diese Larvchen. Ich bin wohl nur ein Liebesmittel für euch drei. Keine Sorge, ich bin das Liebesmittel längst für euch. Schluss! Ich bekenne es. Du, Helma, meine Frau, bist meine einzige Liebe. Das ist sie doch nicht. Nicht wahr, das tun sie beide. Du aber auch. Ich schwöre es. Ich hänge an dir und lieb dich viel erfahrener als er. So schlapp geschworen hat er nie bei mir. Du halt den Mund, du misch dich nicht ein, du Niggernutte. Er will bloß deine Leidenschaft reizen. Er will dich. Ha! Du, liebes Diebin! Kennst du ihn etwa besser schon als ich? Ha? Gehst du nicht doch zu weit? Ich steh dir bei. Komm, lass mich. Du flache Bodenstange und du machst es nicht einmal. Ich möchte wissen, was du, angestrichener Pferdeapfel, du bleib nur streng auf deiner Linie. Und treffen wir am Ende, hoffe ich, gütlich aufeinander. Ich bin in meiner ganzen Art noch immer gut dazu, dass satte Männer deine düstere Seele reizvoll finden und darüber sogar einen Rücken so flach wie mit dem Senkblei gezogen fast vergessen können. Lach! Ich werde dir für deine dankenswerte Langweiligkeit ein paar reife Ohrfeigen schenken. Bitte! Männer! Haltet zu ihm! Nur weil sie flacher ist als ich, braucht ihr nicht zu glauben, ich sei genauso muskulös wie sie! Männer! Rufst du Männer? Männer müssen erst mal Kriege führen, damit sie wieder lernen, wie man Frauen liebt. Männer müssen Reiche gründen und den Tod berühren, damit sie Frauen wieder spüren können. Seid ihr nicht Feinde? Ihr seid doch Feinde hier um diese Frau. Warum kämpft ihr nicht? Will keiner mehr den anderen besiegen? In den Staub ihn schmeißen und einmal erleben, wie eine Frau im Triumph genommen lieben kann. Oh no, you simply can't. You can't. You talk dumb and decide to agree. Denn heutzutage arrangiert man sich. Man verweichlicht lieber durch und durch an Mark und Bein und Mannesknorpel in diesen faulen Friedenszeiten. Faul! 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 Hör mir zu. Jetzt gehst du fort von hier. Ich will dich nicht mehr um mich haben. Jedes weitere Wort heißt Scheidung. Ich bin als Mann und Mitmensch nicht verpflichtet, mein Leben an eine rechtsfanatische Person zu hängen. Du bist verrückt! Ich bin dir weit gefolgt, mein Herr, aus Liebe. Beklag dich nicht, dass ich verrückt geworden bin. Ich war es zuerst nach dir. Es griff nur über. Ich habe mich mit keinem einzigen Gefühl entfernt von dir. Jetzt will ich meine Verrücktheit recht vorsichtig aus
statt hinaustragen. Und sie in dieses abgeschlossene Gefäß hier einsperren, damit ihr sicher seid vor ihr. Cypria! 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 Schick die Kinder weg. Die Kinder sollen mich so nicht sehen. Cypria! Was hast du angestellt? Im ganzen Haus stinkt es nach Künstlerpech. Es ist dir rundum alles schiefgegangen. Die reine Auseinandertreibung. Sieh! Die Blüte echter Liebe wurde schwarz und faul. Wer früher sich nicht leiden konnte, drängt jetzt mit falschem Eifer zueinander. Hast du nicht selbst beklagt, dass Menschen sich die Lust auf Menschen so verdorben hätten? Ich habe auf dich gehört. Ich schuf etwas, ich tat's in deinem Sinne. Verflucht! Ist dein geschäftiges Talent, weil's nicht nach Sinn und tieferen Zwecken frug. Die Amulette fort, die Talismane, schmeißt sie in die Gräben, gute Leute. Die schlechte Mode muss beendet sein. Wer soll dies alles wieder gerade richten? Was machst du falsch? Ich gab mein Bestes, Herr. Dein Bestes war nun eben schlimm genug. Man rührt die graue Vorzeit nicht in jemand an, ohne dass er damit leben kann. Erweckt den Menschen nicht die nackte Gier, wenn Kleid und Geist sie streng behindern. Dann schafft man bloß verrückt Behinderte. Entzündet keine Seele, bevor man weiß, dass nicht statt Liebe ein anderer, ein ganz obskurer Zunder brennt. Was schert mich die verwirkte Lebensordnung? Daran kann ich nichts ändern. Ich verschenke 1000 Blicke, die den Alltag interessanter machen. Das danken mir die Leute. Ich freue mich sehr, wenn es allgemein gefällt. Hier unten herrscht die Zeit, mein teurer Herr. Und ich bin nur ihr eiliger Genosse. Titania, versetzt in eine blutige Mythe. Statt streng besänftigt, feierlich bezähmt, verwildert sie. Ein Unhold Gast aus der Vergangenheit von dir noch tückisch nachbehandelt und brüllt verwundet nach dem Stier. Oh, nein! Am Ende wollte ich Gesichter sehen. Die kluge Lust nicht geiles Leiberreis. Ich dien dir gern, mein Herr, doch nicht nur dir. Jetzt bin ich auch ein Untertan der Menge. Da fand ich einen neuen Herrn, nach dem ich mich bequemen muss. Gier nur nach Erfolg. Falls du jetzt noch Geschicklichkeit besitzt, so nutz sie bald. Ich ziehe jeden Einfluss von dir ab und kündige das Bündnis unserer Kräfte, denn nun entlass ich mein Cypria und ich entmachte alle deine Werke. Dann will ich eine Wandlung auf mich nehmen. Auf die Gefahr, nie wieder Oberon zu sein, begebe ich mich von meinem Posten und misch ein Unglücksrabe untergleichen mich ein in dieses traurige Geschehen. Nehme meine Macht, den Ruf und das Gehabe und löse den Stoff von meiner Wesenheit in ihrer Menschenatmosphäre auf. Vielleicht gelingt's und sie verbessert sich. Wenn nicht,
begegne ich mir wie Cyprian. Ich entlasse mich. Georg, ob nicht alles beim Alten... Helen. Schon gut, schon gut. Sie hören mich nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht den vollen Ton. Das passt ja gar nicht. Auch nicht. Das passt schon gar nicht. Passt überhaupt nicht. Mit den zwei. Das hat keinen Zweck. Ich falle ihnen nicht auf. Passt. Nein. Absolut. Passt absolut nicht. Was ist passiert? Wieso umschlingst du mich? Ich wach auf und bin von dir umschlungen. Was ist passiert? Weiß nicht. Ist was passiert? Ist mir ja noch nie passiert. Nicht einmal, wenn ich betrunken war. Jetzt ist vielleicht etwas passiert und ich kann mich nicht einmal daran erinnern. Jetzt war vielleicht etwas und ich habe ein totales Blackout. Was hängt denn da an deinem Hals? Ach so, das Ding. Ekelhaft. Wie schnell sowas wieder aus der Mode kommt. Schmeiß es weg. Komm, komm, es war sehr teuer. Weg damit. Na, Bürschlein, was liest du morgens in der Zeitung wie ein... Du verstehst doch gar nichts, mein Spatz. Sie haben schon wieder eine neue Frucht entwickelt. Eine Kreuzung zwischen Aubergine und Tomate. Sie werden doch alles miteinander vermengen, die Brüder. Höfling? Ja? Aus der Traum.
Ich musste es eines Tages aus der Traum. Was ist denn? Meine Güte. Wie schnell man sein Herz an so einen kleinen, hübschen Bengel hängt. Die süße Pfote in meiner Hand, damit er mir nicht bei Rot über die Straße witscht. Keine Architekten werden gebraucht. Es ist zum Knochenkotzen. Du Paprikaschote, du warte doch auf mich. Oberon. Hörst du mich? Oberon. Nicht da, nicht da. Titania. Nicht da. Spinnweb. Motte. Erbsenblüte. Nicht da, nicht da. Nicht da, nicht da. Himmel, Erde, Mondschein, Übersee und Menschenkind. Nicht da, nicht da, nicht da. Geht doch mal was arbeiten. Sau! Schwein! Hallo Ulf! Herr Knüpp, da ist mein Vater! Ehrlich! Vater? Vater! Ey, du Vater! Na komm, Vater. Rauch noch eine. Na komm, Vater. Noch ein Bier? Noch ein Bier, Vater? Na komm.
Mikro, spinnst du? Ja, du spinnst doch. Er hat sie auf den Rock gemacht. Er hat sie auf den Rock gekleckst. Und kack! Ihr habt ja auch ganz hübsch was abgekriegt, wie? Ja, ich hab's gleich gewusst. Plötzlich, irgendwann, gibt's ein böses Erwachen. Es ist leer. Alles leer. Warte. Ich hab sie nämlich ganz gut gekannt. Sie hat mir mal einen Brief geschrieben. Hund! Nicht. Nicht. Ich habe auch Geld. Komm. Komm her. Geld, jede Menge. Komm, komm her, zähl das Geld, zähl es. Mach. Sie haben den Schnitzer erschlagen! Was? Was?
los, ihr da? Ich kann euch nicht verstehen! Was? Das hab ich nicht gewollt, mein Cyprian. Das hab ich nicht gewollt und konnte es doch nicht hindern. Bin nicht mehr dein Herr. Bin jetzt nur noch dein blöde, lispelnder Gefährte. Ich kann nichts mehr. Das Spiel, das ich ersann, hat meine eigene Entartung vorgesehen. Der Streit ist aus, Titania. Die Liebe hat verloren. Sieh zu, dass du der Zeit entkommst, bevor ihr langer Arm dich packt. Für mich ist schon zu spät. Meine Macht, mein Ruf sind leer, mein Gesicht so flach und allgemein, wie eine Maske aus Papier, die ein vergnügtes Kind verwarf, und treibt im Staub, wohin der Wind sie will. Mitten zwei. Wir haben Sie eingeladen, obwohl wir mit Ihnen verunfallt sind. Sie mit uns. Und obwohl Sie uns und unserem Wagen einen schweren Schaden zugefügt haben. Unverschuldet. Bitte? Achtung! Unverschuldet. Die Schuldfrage wollen wir zunächst einmal auf sich beruhen lassen, ja? Wir haben Sie eingeladen, um alles noch einmal in Ruhe zu bekakeln. Ich hoffe, Sie haben nicht die Absicht, Ihnen durch Ihre Einladung hinterrücks ein Schuldgeständnis abzuluxen. Dann passen Sie mal hübsch auf wie ein Lux. Ihre groben Unterstellungen sind ein schlechter Auftakt. So. Ja. Grüne Soße muss man mögen, ne? Wenn es mal grüne Soße wäre. Bitte? Wenn es mal grüne Soße wäre. Also, Sie kommen aus der Parklücke herausgeschossen? Sie haben doch bereits zugegeben, dass Sie unentwegt in die Kreuzung hineingestarrt haben. Und zwar nach links. Obwohl Sie doch nach rechts abbiegen wollten. Sie haben, mein Lieber, die gesamte rechte Fahrbahnhälfte überhaupt nicht im Auge gehabt. Ich war schon längst eingefädelt. Bitte? Er war schon längst eingefädelt, als Sie herangeschossen kamen. Ich bin Fahrlehrer! Nicht von Haus aus! Kotflügel. Flug. Zierleisten flogen. Stoßstange flog. Scheinwerferbruch. Vorderrad, Absprung. Linkes Ausstellfenster zertrümmert. Aufprallverzerrung. Kühlergrill. Floh. 5 Meter durch die Luft. Frisch lackiert hatten wir gerade den Kleinen. Kommt auf Wiederbeschaffungspreis drauf. Hast du Rechnung noch? Natürlich, Lackierarbeiten. Neulackierung. Wiederbeschaffungspreis plus Neulackierung. Nichts von Roststein. Nichts. Ja.
Menschenskind mit den zwei. Aufstehen, sie kommt. Nun machen Sie schon. Welcher ist es? Erkennst du mich? Ja. Freust du dich denn? Ja. Wie geht's? Gut. Sind das deine Freunde? Ja. Sind sie krank? Nein. Sie träumen bloß. Du bist immer noch ein mächtiger Kerl, wie? Ja. Ja. Und scharfsinnig. Ja, ja. Ich glaube, wir sollten jetzt mal anstoßen. Mitten zwei. Ja. Mitten zwei. Kommen Sie her, Mann. Ja. Fertigen Sie eine Skizze vom Unfallhergang an. Das Frauchen und ich tun es auch. Ja. Na? Wie heiß ich? Wie heiß ich? Du heißt Martin Trowotzke. Jetzt hast du es endlich. Schon zum dritten Mal hast du es nicht mehr gewusst. Warum verstehst du mich nicht? Die Musik ist grauenvoll. Mach sie doch selber, du. Bitte? Versuch's noch einmal. Komm. Versuchen. Ich kenne ein Ufer. Ich kenne ein Ufer. Wo wilder Thymian. Wilder Thymian? Blüht. Blüht. Wo Primeln leuchten. Primeln leuchten. Das Veilchen dunkel glüht. Das Veilchen dunkel glüht. Wo Geißblatt üppig wölbt den Baldachin mit süßen Malven, Rosen und Jasmin. Weißt du es denn nicht mehr? Doch, doch. Ach, mein Herr, so wird es nichts. So kommen wir nie wieder raus aus unserer Haut. Ich weiß ein Ufer, wo Thymian blüht, wo Primeln, wo... Ach komm, es hat ja keinen Zweck. Nur ein Gott kann uns retten. Ja. Ein liebenswürdiger Mann. Ach, sehr liebenswürdig. Da
beantwortet uns jede Postwurfsendung. Den können wir nicht gebrauchen, meine Herren. Wir wissen auch, dass mit den zwei noch hinter seiner Form herläuft. Er braucht noch ein bisschen mehr Zipf, wie der Fußballer sagt. Wie wir alle im Grunde genommen. Ja. Mit den zwei sieht Zipfelmütze. Sie reiten uns hinein. Komm jetzt. Eigentlich finde ich die Musik grauenvoll. Du redest mir nach dem Mund. Sag doch wenigstens auch. Eigentlich finde ich die Musik auch grauenvoll. Wenigstens auch! Hey, Unfallpartner, zeigen Sie mal Ihre Skizze. Lassen Sie ihn in Ruhe, bitte. Bitte zwei. Ja. Können Sie überhaupt Auto fahren? Ja, ja. Wir haben an die 50 Einladungen verschickt. Mit 28 Personen haben wir fest gerechnet. Gekommen sind ganze 5. Das wird Sie kränken. Meine Mutter durfte wohl erwarten, dass mehr Menschen Sie zu Ihrer Silberhochzeit ehren würden. War sie nicht beliebt? Hatte sie nicht vielen Menschen geholfen? Nun wird es ihr schwerfallen, ihre Enttäuschung zu verbergen und die 5 Personen, die tatsächlich gekommen sind, nicht spüren zu lassen, dass ihre Anwesenheit nicht ausreicht, um sie glücklich zu machen. So wichtig ihr jeder Einzelne ist, er kann die fehlende Menge nicht ersetzen, die allein an einem solchen Tag für Jubel sorgt. Selbst den wichtigsten Gast wird sie nun mit einem Ausdruck von unerfüllter Erwartung anblicken, obgleich er, der ja da ist, Gott sei Dank, und wahrhaftig als der beste aller überhaupt denkbaren Gäste zu gelten hat, persönlich nicht den geringsten Anlass zur Enttäuschung bietet. Der beste, der liebste, der wichtigste Gast ist gekommen. Jedoch, wie verschwindend auch er, wie armselig seine Anwesenheit. Angesichts der rauen Menge von vermissten Gästen, er erwartet als die heimliche Krönung des Abends, wird er nun bestenfalls als Trostpflaster dienen für alle, die nicht gekommen sind. Er steht schon jetzt mehr hölzern als beherrschend da, denn es fehlt ihm, um hervorzuragen, die Stütze einer Vielzahl weit geringerer Gäste. Kaum anders geht es dem zweit, dem dritt, dem viertwichtigsten Gast. Nur noch sehr viel schlimmer, von Stufe zu Stufe abwärts, lächerliche 5 Stufen nur, wie gesagt. Und je weniger einer für sich genommen darstellt, umso bedrückender lastet die fehlende Menge auf ihm, deren unsägliches Gewicht ihm, das enttäuschte Gesicht der Jubilarin, gebürdet hat. Schon unten im Haus? Nur er ist im Haus, Mutter. Er ist gekommen, ich habe ihn schon gesehen. Er hat mich nicht im Stich gelassen. Weißt du, meine Liebe, es sind auf den Kopf diese 5 wunderbaren Menschen, mit denen wir feiern werden. Mhm. Nicht einer mehr,
aber auch nicht ein einziger weniger. 5 Menschen im Park und im Haus, die es ehrlich mit dir meinen, deren Erscheinen am heutigen Tag ihnen ein Herzenswunsch ist. 5 Menschen sind gekommen. Wie schön. Wie sehr ich mich freue. Ich glaube, mein Haar ist noch nicht ganz in Ordnung. Entschuldige mich, mein Kleiner. Sie erst mal ein paar Tränen zerdrücken. Man hätte von Anfang an nicht auf die große Festivität lossteuern sollen. Von Anfang an hätte man den kleinen, intimen Kreis im Auge haben sollen, der letzten Endes auch gekommen ist. Weder Diener noch Garderobiere hätten wir gebraucht. Weder den Küchenchef, den Neger am Piano. Wir wären besser unter uns geblieben. Der große Stil liegt jetzt wie Frost auf dem vertrauten Kreis. Und selbst die herzlichsten Beziehungen versteifen sich durch eine Überzahl an Personal. Aber bitte, dachte man nicht, ich sei vielleicht die letzte Gelegenheit, alle oder doch zumindest viele, sehr viele ihrer geliebten Menschen auf einmal, um sie zu versammeln. Viele auf einmal, die bilden den Quell des Überflusses. Das kostbare Entzücken, mit dem man eine Mutter an einem solchen Tag beschenken möchte. Viele auf einmal. Wenige auf einmal, das bedeutet nichts. Das ist im Grunde schlimmer als gar keiner. Das kann sie jeden Dienstag zum Tee haben. Was sich heute eingefunden hat, hat mit einem Jubeltag nichts zu tun. Das ist der krasseste Dienstag, der sich nur denken lässt. Ein Dutzend Treff, wie jede Woche. Ein Häufchen Alltagsgrau. Ein wahres Aschenhäufchen ausgeglühter Leidenschaften. Aber nein. Ich merke schon, dass ich denselben Fehler mache, vor dem ich die Mutter bewahren möchte. Dass ich mich nämlich gegen die ereifere, die doch schließlich gekommen sind, anstatt auf jene loszugehen, die einfach weggeblieben sind. Was können wenige dafür, dass sie wenige sind? Nicht. Viele dagegen. Ah, lass dich nicht stören, mein Junge. Ich möchte nur meinen Nachmittagstee bei dir hier in der Sonne trinken. Noch ein bisschen Sonne schnuppern. Du darfst die Gäste nicht länger warten lassen, Mutter. Ach, natürlich darf ich das. Heute zur Feier des Tages trinke ich meinen Tee ganz allein mit dir. Heute mache ich, was mir passt. Ja, Mutter. Wir beide müssen doch, bevor der schreckliche Trubel beginnt, noch einen kleinen Augenblick für uns haben. Nicht wahr? Ja, natürlich. Es ist so schön, wenn ich dich ein bisschen für mich allein habe. Na, hast du denn da nichts versucht? Versucht? Was meinst du? Ach, mein Sohn, mein Sohn. Tja, das hat alles seine Sonnen- und seine Schattenseiten. In diesem langen Leben habe ich so manchen Puffer abgekriegt, aber es hat auch sehr viel Schönes für mich bereitgehalten. Und du bist immer meine größte Freude gewesen. Du liebe Güte, was könntest du nicht alles mit den Frauen anstellen, wenn die nur wüssten, was du für ein Kerl bist. So rücksichtsvoll, so gescheit, so lieb. Einen solchen müssen sie doch heute mit der Lupe suchen. Nicht wahr? Ja, Mutter. Es hat sich noch nicht genügend herumgesprochen. In unserem kleinen Kreis ist es immerhin die Hedin Mergentheim, die immer so lieb von dir spricht. Ich denke, die Frau Hillebech auch. Ja, die auch. Ein bisschen. Noch nicht richtig. Interessiert sie dich?
Ach, ich frage ja nur. Mal sagst du, dass die Frau Hielewech und die Frau Mergentheim sich beide um mich reißen. Und jetzt heißt es wieder, es ist nur die Mergentheim. Ja, das wechselt mitunter, mein Junge. Die Stimmung, die Blicke, die ganze Atmosphäre. Man ist nicht jeden Dienstag gleich beliebt bei den Damen. Wäre es nicht richtiger, wenn überhaupt, sich mehr auf die Mergentheim zu kaprizieren? Sie hat einen kleinen religiösen Kick, aber einen makellosen Körper. Die Mergentheim? Ja. Die Hielewech hat einen schönen Körper. Ja. Was? Die Helma? Die geht auf die 60. Ja, und Helen? Etwas jünger. Etwas jünger. Die Helma hat einen schönen Körper, dass ich nicht lache. Ein Kloß ist die, ein Kloß. Das ist Geschmackssache, Mama. Also ich finde, dass die Frau Hielewech eine ganz aufregende Figur hat, während die Frau Mergentheim eine etwas oberflächliche Schönheit ist. Wie du meinst. Steuere ich eben stärker auf die Hielewech zu. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ich schäme mich so, Mama. Es sind zu wenige Leute gekommen. Oh. Mach doch nichts. So. Jetzt muss ich zu den Gästen. Du siehst wunderbar aus, Mutter. Als gingst du heute zu deiner richtigen Hochzeit. Was hast du nur für verrückte Augen im Kopf, mein lieber Junge? Sie selber noch das Teetablett hinaus. Genau wie alle Tage. Bisschen! Das nicht wie alle Tage ist. Das ist kaum wie jeden Dienstag. Herr, warum hast du uns heute keinen Feiertag beschert? Und einen jener hellen Sommerabende, an denen du mit leichter, gütiger Hand einige Dutzend deiner lustigen Geschöpfe in unseren Garten geworfen hättest. Und er wäre mit Leben erfüllt gewesen und mit Hochrufen auf meine Mutter. Da werden wir feiern und schauen. Schauen und lieben. Lieben und preisen. Auf 50 Tuchservietten ließ ich das Wort des Augustinus drucken. Für wen? Für ein ohnehin wogendes Bankett, das den Überschwang selbst ins Religiöse hinein nicht scheut. Für die reichliche Menge habe ich es drucken lassen, die seit Urzeiten an den Jubel gewöhnt und imstande ist, überall ohne viel Federlesens aus sich herauszugehen. Aber 5 verlorene Hausfreunde? Der Augustinus auf der Serviette wird ihnen das kalte Grausen über den Rücken jagen. Ständig fühlen sie sich aufgefordert, eine Stimmung zu verbreiten, die 5 uralte Bekannte nirgends auf der Welt verbreiten können. Der Augustinus wird sie in die allergrößte Verlegenheit bringen. Er wird das gerade Gegenteil dessen bewirken, was er verheißt. Statt zu feiern, werden sie frösteln. Statt zu schauen, werden sie unter sich blicken. Statt zu lieben, werden sie witzeln. Statt zu preisen, werden sie nörgeln. Anders kann es gar nicht kommen. Denn was immer man von den 5 halten mag, eines kann man ihnen nicht absprechen. Ein Gefühl dafür, dass dieser Dienstag nicht so hätte ausfallen dürfen wie jeder x-beliebige Dienstag in der langen Geschichte der Dienstage. Dabei wird sich einerseits jeder ans eigene Portepee fassen. Und andererseits wird er sich unablässig kritisch mit der ausgebliebenen Menge beschäftigen, in der er gerade dieses Mal unauffällig zu verschwinden gehofft hätte.
Auch ich hätte die Menge gebraucht. Auch ich habe mich danach gesehnt, mit ihr in der Menge unterzutauchen. Sie in der Menge zu jagen. Sie in der Menge versteckt zu küssen. Und nach dem Abendbrot noch einmal hinaus in die Menge, die im Dämmer auf der Wiese steht und Wein trinkt, bis es Schlafenszeit ist. Und ich hätte ihr die weiße Angora-Jacke um die Schultern gelegt und sie in der Menge an mich gerissen. Oh, die Augen der Menge. Vor aller Augen. Vor aller Augen! Ja. Der Abend war hell. Hell und wolkenlos. Einer dieser feierlichen Sommerabende. Alle Leute waren fein angezogen und traten nach dem Abendbrot noch einmal hinaus in den Park hinter dem Haus und warteten im Dämmerlicht, bis es Schlafenszeit ist. Ja, ich küsste sie im Schutze der Menge. Das ist das Paradies. Mein Sohn, sagte sie. Ja, sagte ich. Das ist das Paradies, Mama. Haben Sie mich verstanden? Oder lauschen Sie nur?